Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Lungenkrebs ist nach dem Brustkrebs die zweithäufigste Krebsart in Deutschland. Die Symptome treten erst spät auf, die Früherkennung ist schwierig. Jetzt nehmen wir mal an, Sie haben schon lange mit Husten zu kämpfen und vielleicht auch mit Abgeschlagenheit und Ihr Arzt entdeckt auf dem Röntgenbild oder auf dem CT auf der Lunge einen Schatten und er rät Ihnen zu einem Spezialistenbesuch. Am Asklepios Klinikum Harburg gibt es eine Klinik für Atemwegs-, Lungen- und Thoraxmedizin, also eine Spezialabteilung für den Lungenkrebs. Und bei mir ist der Chefarzt dieser Abteilung, das ist Dr. Stefan Meierling. Schön, dass Sie kommen konnten. Tag, Frau Kahler. Herr Dr. Meierling, was erwartet den Patienten, wenn er mit so einer Vordiagnose, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, zu Ihnen kommt? Das, was Sie beschrieben haben, passiert sehr häufig. Das heißt, dass Patienten Symptome haben, glücklicherweise. Es gibt auch Patienten, die keine Symptome haben. In Ihrem Fall ist es jetzt so, der hat ein Röntgenbild, in der Regel eine Computertomographie bekommen und wird damit vorgestellt. Das reicht in der Regel nicht. Da schließen sich noch ganz viele Untersuchungen an. Insbesondere wird der Patient sicher bronchoskopiert werden müssen, weil er diesen Hustenreiz hatte. Und wir versuchen natürlich auf diesem Wege auch herauszubekommen, was für ein Tumor das ist. Das heißt, die Behandlung ist sehr, sehr unterschiedlich dieser Patienten, je nach Tumorart. Das Dritte ist, dass wir natürlich versuchen, im Rahmen dieser Diagnostik ein sogenanntes Stadium festzustellen. Das bedeutet, sind die Lymphknoten beteiligt? Gibt es möglicherweise Metastasen? All dieses beeinflusst die Behandlung solcher Patienten. Sie sagten eben, man muss erstmal auch die Krebsarten unterscheiden. Was unterscheiden Sie denn da? Na, es gab vor ein paar Jahren gab es klassisch drei verschiedene Arten von Lungenkrebs. Das waren kleinzellige Bronchialkarzinome, die wurden im Prinzip fast immer chemotherapiert. Und die groß- und mittelzelligen, das beschreibt einfach lichtmikroskopisch die Form der Zellen, wurden unterteilt in Plattenepithelkarzinome und Adenokarzinome. Im Laufe der letzten Jahre haben wir aber gelernt, dass es in diesen einzelnen Schubladen, in Anführungsstrichen, ganz viele Unterschiede gibt und nicht nur in der Behandlung, sondern auch in der Diagnostik oder in der Ausbreitung, welcher Tumor schneller zum Beispiel Metastasen setzt, welcher Tumor schneller in Lymphknoten geht. Das alles müssen wir oder sollten wir vor einer eventuellen Operation zum Beispiel wissen. Ja, es kann ja auch sein, dass das gar nicht der Krebs in der Lunge ist, sondern dass das die Metastasen eines Krebses von anderer Stelle sind, oder? Ja, auch das ist möglich. Ja. Das ist bei uns in Harburg haben wir das Glück, dass es ein sogenanntes PET-CT gibt. Das ist also nicht nur die Computertomographie des Thorax, sondern man bekommt stoffwechselaktive oder radioaktiv markierte Glukose, die sich in stoffwechselaktiven Zonen des Körpers anlagert. Das ist eine sogenannte Szintigraphie und diese wird fusioniert mit einer Computertomographie für den ganzen Körper. Das bedeutet, mit einer Untersuchung, die zugegeben sehr aufwendig ist und fast den ganzen Tag dauert, sehen wir, ob an irgendeiner anderen Stelle im Körper auch noch möglicherweise ein Tumor gewachsen ist. Weil rein theoretisch ist es natürlich völlig richtig, was Sie sagen. Es kann sein, dass ich irgendwo einen nicht entdeckten Tumor im Dickdarm, im Magen oder sonst wo habe. Und das, was mein Hausarzt auf dem CT oder auf dem Röntgenbild gesehen hat, ist in Wirklichkeit die Metastase. Ja, und wenn Sie jetzt diese Bilder haben mit dieser guten Qualität, wie entscheiden Sie und wer entscheidet dann, wie es weitergeht mit dem Patienten? Das ist auch, zum einen ist die Diagnostik natürlich sehr aufwendig, so wie ich das eben beschrieben habe. Viele Untersuchungen, die erforderlich sind, die wir versuchen, mit dem Patienten in einer möglichst schnellen und möglichst kurzen Aufenthalt zu erledigen und abzuarbeiten. Und dann wird dieser Patient in der Regel einem sogenannten Tumorboard vorgestellt. Da sitzen in Harburg, sind es, glaube ich, inzwischen 25 Spezialisten aller Fachrichtungen, Strahlentherapeuten, Onkologen, Pathologen natürlich, die Radiologen als Beispiel. Und diesen Spezialisten wird der Fall vorgestellt. Das heißt, die Krankengeschichte und die Ergebnisse werden referiert. Und dann versuchen wir gemeinsam in diesem Gremium natürlich für den Patienten den besten Weg zu finden.
Und dabei muss der Patient ohne Frage im Mittelpunkt stehen. Das bedeutet ja, dass vielleicht der eine oder andere Patient sagt, eine Operation kommt für mich nicht in Frage oder eine Bestrahlung kommt nicht in Frage. Auf diese persönlichen oder individuellen Wünsche versuchen wir natürlich einzugehen. Ja, wobei man, glaube ich, es ist nicht so, dass der Patient dabei ist während dieser Besprechung, oder? Nein, aber es ist nicht selten, dass wir direkt nach dieser Konferenz, die relativ lange dauert, auch diese Patienten dann besuchen und mit diesen Patienten direkt sprechen. Ja, und Sie machen denen ja einen Vorschlag aus Ihrem Know-how heraus. Ja. Woher nehmen Sie denn die Sicherheit, dass das für den Patienten das Richtige sein wird? Lungenkrebs wird fast immer einmal nach Richtlinien und Leitlinien und aber auch stadienabhängig therapiert. Das bedeutet, von dem Stadium und von der Diagnostik, die ich eben beschrieben habe, ist es abhängig, wie die Behandlung hinterher läuft. Und da gibt es nicht so, wie früher hat es so Situationen gegeben, da wurde entweder operiert oder chemotherapiert oder bestrahlt. Diese Zeit ist zum Glück vorbei. Das bedeutet, wenn der Patient nach Harburg kommt, hat er natürlich alle Abteilungen vor sich, die möglicherweise diese Behandlung auch bündeln. Wir haben auch Patienten, die vor einer Operation chemotherapiert werden, wo wir möglicherweise die Ergebnisse verbessern für die Operation. Dann nach der Chemotherapie, manchmal auch nach einer präoperativen, also vor der Operation durchgeführten Bestrahlung, wird die Operation durchgeführt. Und von den Ergebnissen der Operation und insbesondere von den pathologischen Ergebnissen ist dann abhängig, ob man nach der Operation noch eine Therapie weiterführen muss. Also ob man die Bestrahlung oder die Chemotherapie weiterführt. Das bedeutet im Prinzip, werden alle möglichen Behandlungen gebündelt für den Patienten. Aber auch dies, immer ganz wichtig, ist stadienabhängig. Ja, wenn wir dabei mal bleiben, gehen wir davon aus, der Krebs ist noch nicht weit gekommen. Er ist relativ früh entdeckt worden. Wie häufig kommt das vor im Verhältnis zu den anderen Fällen? Wir haben in Harburg sogenannte frühe Stadien. Also das wäre jetzt, würde man ein sogenanntes T1-Stadium ohne Beteiligung der Lymphknoten nennen, haben wir zu etwa 20, vielleicht 25%. Das heißt, ein Viertel unserer Patienten hat dieses frühe Stadium. Was können Sie für den tun? Die werden, wenn die Lungenfunktion ausreichend ist, das ist natürlich immer wichtig, werden die in der Regel operiert. Das sind die besten Ergebnisse. Und unsere Ergebnisse für dieses sogenannte T1-Stadium sind vergleichbar mit anderen Organen, also vergleichbar mit dem Dickdarmkarzinom. Mhm. Die Zeiten, wo man gesagt hat, oh Gott, ich habe einen Lungentumor und das wäre das Schrecklichste, das stimmt nicht. Mhm. Ich gehe davon aus, dass Sie etwas entfernen dann aus der Lunge. Ja. Heißt das, ich habe einen großen Schnitt auf der Brust? Auch das ist abhängig vom Stadium. Mhm. Wenn wir jetzt annehmen, Sie haben Glück, wir haben das Ganze in einem frühen Stadium entdeckt. Dafür, danke für die Frage, dafür sind wir gerade bekannt, wird es minimalinvasiv operiert. Das ist so mit eines der Steckenpferde meiner Klinik, dass wir über sehr kleine Schnitte das am Monitor operieren. Die Operation im Thorax ist genau die gleiche, als wäre der Thorax offen. Das bedeutet, Sie bekommen nur einen kleinen Schnitt an der Seite, wo wir das Präparat hinterher bergen. Aber ansonsten die Operation, und es gibt noch einen zweiten kleinen Zugang, wo hinterher eine Drainage dazu kommt, und das ist alles. Das ist natürlich für die Patienten viel kommoder und viel einfacher und sie sind viel, viel schneller wieder auf den Beinen. Aber nochmal, es bietet sich in der Regel für die frühen Stadien an. Heißt das dann, dass Sie nur ganz bestimmte kleine Herde durch diese minimalinvasive Operationen herausnehmen können oder was ist oder können Sie auch größere Bereiche aus der Lunge? Nein, das ist natürlich der Standard, dass wir Herde einmal sichern. Ja. Das wäre jetzt eine andere Situation. Der Patient kommt zu uns, hat einen kleinen Fleckschatten auf der Lunge und keiner weiß, was es ist. Und das ist auch jetzt vielleicht durch die Bronchoskopie oder andere Verfahren nicht rauszubekommen. Das würde bedeuten, dass wir auch über diese kleinen Schnitte nur diesen Herd entnehmen und dann kommt der Pathologe, der spezialisiert in Harburg für Lungenerkrankungen ist. Und das ist auch ganz wichtig, dass Sie den im Haus haben. Mit dem sind wir fast täglich in der Kommunikation. Und der meldet sich nach ganz kurzer Zeit in der Operation und sagt uns, was es für ein Herd ist. Möglichkeit Nummer eins, der Herd ist gutartig.
Und das ist für alle, das können Sie mir glauben, ein großes Hallo, inklusive der OP-Schwestern. Da freuen sich alle Beteiligten. Damit ist die Operation beendet. Es kommt mit einer Drainage gelegt und die Wunde vernäht. Das ist die Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei, der Pathologe meldet sich nach 15 Minuten und sagt, es ist ein bösartiger Lungentumor. In dieser Situation muss der entsprechende Lungenlappen entfernt werden und die dazugehörigen Lymphknoten. Ist das, so wie beschrieben, ein kleiner Herd, also ein sogenanntes T1-Karzinom, dann lässt sich auch dies über diese kleinen Schnitte weiterführen und abschließen und der Thorax muss nicht eröffnet werden. Erst bei größeren Tumoren und auch bei einer Beteiligung von Lymphknoten, dann würde man offen und konventionell operieren. Bei einem Lungenlappen, das ist ja nicht der ganze Lungenflügel. Also Nein. Fünf Lungenlappen hat der Mensch. Wenn der entfernt wird, ja, das lernt man mit der Wir Zeit. Können, hätten wir da auch sehen können auf dem Modell. Ja. Wenn Sie das dann operiert haben, wann bin ich wieder auf den Beinen? Also bei so einer sogenannten Videooperation über diese kleinen Schnitte sind Sie nach einer Woche wieder zu Hause. Das bedeutet aber nicht, dass Sie sozusagen am nächsten Tag wieder ganz normal und täglich arbeiten. Und wir erwarten eigentlich in solchen Fällen noch eine oder zwei Wochen Rehabilitation zu Hause. Ganz individuell kann es auch sein, dass wir sie nach einer Operation in eine sogenannte Anschlussheilbehandlung schicken. Bei den offenen Operationen dauert es in der Regel deutlich länger. Das heißt, wir haben da schon sie sind 10 Tage etwa im Krankenhaus oder 12 Tage. Und sie haben dann aber bis zur vollständigen Rehabilitation können Sie sicherlich 3-4 Wochen rechnen, bis gerade die Schmerzen abgenommen haben, Sie keine Medikamente mehr gegen Schmerzen machen. Da sollten wir nicht irgendwie zu große Hoffnungen haben. Das dauert nach diesen Operationen relativ lange. Ja, Sie sagen ja auch, wenn das großflächiger ist, das Karzinom, dass Sie dann Teile der Bronchien rausnehmen, aber dann sozusagen den Lungenlappen, den Betroffenen oder den Lungenflügel neu formen in so einer Plastik, also dass Sie die wieder zusammennähen. Ja, nicht in Plastik. Aber nicht in Plastik. Wir nehmen jetzt doch das Modell. Das ist zwar kaum schwer zu erkennen, aber bei dem Modell, ich halte das mal so an dem Häkchen, gibt es schwer zu erkennen 3 Lungenlappen. Wir sind auf der rechten Seite, gibt es 3 Lungenlappen auf der linken Seite. Hier lugt das Herz hervor. Das nimmt also etwas Platz ein, also linke Seite 2 Lungenlappen, rechte Seite 3 Lungenlappen. Jetzt stellen wir uns vor, Sie haben oder jemand hat den Oberlappen betroffen und der Tumor geht am Oberlappen bis auf den Hauptbronchus. Der teilt sich, linker Hauptbronchus, rechter Hauptbronchus und ich habe den Hauptbronchus noch von Tumor befallen. In dieser Situation war es früher klar, dass die rechte Lunge entfernt werden muss. Das war einfach die Standardoperation, eine sogenannte Pneumonektomie mit entsprechenden Folgen, insbesondere natürlich für die Lebensqualität der Patientin. Da sind wir inzwischen in Harburg eigentlich relativ erfahren, die unteren beiden Lungenlappen nach zentral an den Hauptbronchus wieder einzupflanzen. Also wir entnehmen nur den Oberlappen und können gerade den Mittellappen und den Unterlappen erhalten und voll funktionstüchtig oben wieder implantieren. Und das ist für den Patienten natürlich ein entscheidender Erhalt von Lebensqualität. So, alles drei schnell wieder ein. Was ist das Ziel so einer großen OP? Alles ordnet sich dem Stadium unter, nochmal. Das ist das Wichtigste. Ja. Das ist natürlich ein extremer Vorteil, wenn man das auch vor der Operation oder in der Operationsplanung weiß, sind die Lymphknoten betroffen. Das kann man über ganz kleine Mini-Ultraschallgeräte, kann man das über den Bronchus oder über die Speiseröhre feststellen. Dann die Schnellschnitte in der Operation. Das heißt, ich habe einen Pathologen an meiner Seite, der in der Operation ganz schnell mir sagen kann, dieser Lymphknoten ist betroffen und das beeinflusst möglicherweise das Resektionsausmaß. All dieses ist ja leider für uns sehr wichtig. Das heißt, dieses Umfeld dieses Netz an Kollegen braucht man in der Thoraxchirurgie. Ja, Stichwort Umfeld heißt ja auch Umfeld der Lunge. Das heißt, es hat ja durchaus dann auch Folgen für die anderen Organe, je nachdem, wie weit
der Krebs fortgeschritten ist, heißt das dann, dass Sie ohne Umbetten und ohne durch die Stadt fahren, ja dann eigentlich dem Patienten eine Tür weiter zum nächsten Spezialisten geben können? Nein, wir geben ihn nicht eine Tür weiter. Wir sind natürlich, wir haben in Harburg einen Luxus. Wir haben alle Abteilungen, das ist ein Haus der Maximalversorgung. Das bedeutet einmal natürlich in der Operation kann es sein, dass wir Schwierigkeiten haben und wir sind froh darüber, bei uns eine Herzchirurgie zu haben. Das bedeutet auch, die technische Ausrüstung vorhanden ist, dass man bei bestimmten Situationen zum Beispiel an einer Herz-Lungen-Maschine solche Patienten operiert und sicherer operieren kann. Das ist das eine, dass man eine Gefäßchirurgie oder plastische Chirurgie bei großen Brustwandeingriffen, eine plastische Chirurgie vorhanden ist und man diese Befunde auch intraoperativ mit den Kollegen natürlich besprechen kann. Das ist das eine. Das andere ist aber mir fast noch wichtiger, dass es ja häufig auch kleinere Probleme gibt im postoperativen Verlauf. Gerade unsere Patienten sind ja inzwischen auch älter. Und klassisch ist es der ältere Herr, der postoperativ nach der Narkose einen Harnverhalt hat und Schwierigkeiten hat beim Wasserlassen. Und das ist natürlich sehr kommod, dann einen Urologen innerhalb kürzester Zeit am Bett zu haben und zu sagen, sollen wir was tun oder reicht vielleicht für 2 Tage ein Katheter? Und dafür gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Vielen Dank für dieses ausführliche Interview. Und ich hoffe, auch Gerne. Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund.